Herzlich willkommen zurück zu Breath of Fire. Hi. So, okay, wir haben jetzt hier so ein Wundergehen und eine neue Waffe für Peko bekommen. Wieder ein Felsen. Ich meine, wir leveln so geil. Ist okay, warum steht denn Gar jetzt vorne? Weißt du, was wir machen? Obwohl, nee, wir hauen erstmal ganz beruhigt die anderen weg. Jetzt verteidigt. Ach, echt? Angriff auf Labertier. 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 Feuersturm, ehrlich. Könnte man mal lernen. Bagar. Bar. Babar. Okay. Jetzt greift er bestimmt ein Pferd. Ich würde das Labertier angreifen. Okay. Ben greift ihn an. Ja, greift. Gar. Geht auf Prüfen bei ihm. Und Peko greift ihn an. Also, wenn er sich. Okay, super. Pearls verteidigt. Okay. Labertier zerrt die Flammen auf. Die Waffe oder was? Ja, geil. Ben geht auf Angriff, Gar geht auf Prüfen. Kann sein, dass wir ihn auch damit aufwecken, ne? Mal sehen. Wir lernen. Versuchen zu lernen. Rache, okay, der ist weg. Okay, einer. Mal sehen, was Peko jetzt macht. Halt ihn. Okay, hat den irgendwie nicht geheilt. Ja, gut. Dann gehen wir hier mal auf. Rennen. Jetzt bin ich mal sehr gespannt, wie es mit Peko läuft. Pilz bewegt sich. Es reicht. Ah, ja, okay, Rache war sehr gut, weil. Ah. Er gibt so viel EP, ist alles perfekt. Okay, ganz schlecht. Ben greift an, Gar greift an. Wir müssen bei Peko die Waffe wechseln. Super. Wir haben clever gemacht, ja. Ganz schwierig, ey. Du nimmst jetzt mal das. Ah, schwierig, ey. Warte, ne, da war es irgendwie hier Heilkraut auf. Wenn. Ja, okay. Okay, greift nur Ben an, sehr gut. Und Rache, geil. Setz Gar drauf und fertig. Sehr gut. Peko kriegt die andere Waffe. Schön. Weil die hatten wir im letzten Part am Ende hier gefunden. Peko ist aufgestiegen. SP um 3 Punkte, MP um 1, Kraft um 1, Abwehr um 2. Ne? Okay. Ja, hier in der Kiste hat man das gefunden. Und das heilt halt einfach die Gegner, die hier drin sind. Clever gemacht, absolut. Aber trotzdem, naja. Ben kriegt das und das. Das Gelbe ist, weil wir gestorben sind, sage ich euch. So, was wollen wir jetzt machen? Achso, Ausrüstung. Das war auf Peko gehen. Statt den kriegt er das. Ansonsten heilt er die alle zu gut. So geht's hier auch lang, ja. Okay. Schauen wir mal. Haben wir hier? Ich würde jetzt tatsächlich noch ein paar Felsen nehmen. Okay, bestimmt auch wieder irgendwas, was heilt. Die Gegner. Okay, kluge Früchte. Was? Keine Ahnung, was das ist. Lava-Animation sieht cool aus. Wieder ein Fels. 130 EP, schmeckt halt.
Okay, interessant. Das, was wir da machen, angreifen natürlich. Gar greift an. Ein Peko. Lava-Ausbruch. Okay, geil. Ja, Schild könnten wir auch lernen. Ach nee, hat der Ben schon. Oha. Hat mal mit. Da wollte ich das lernen, was das Lava-Tier hat. Mal sehen, wie das jetzt läuft. Das ist schon geil. Max, super. Zählt die Flammen auf. Okay. Ist aber vorne nicht passiert, ne? Interessant. Angriff. So, warte mal. Gar soll bei ihm prüfen. Eko geht hier auf Angriff. Das ist es, genau das. Das soll nämlich Gar lernen. Hat er? Nicht erlernen, super. Hätte ich in der Liste nachgucken können. Toll. So, aber er dürfte ihm jetzt kein Leben mehr schenken. Ja, hier richtig aufpassen. Na gut, zum Leveln hier alles. 132, naja. So, nächste ist Peko wieder. Level 15. Das geht jetzt schön schnell. So, okay. Objekte. Ja. Ja. So, warte mal, was war das hier? Gibt 100 MP zurück. Okay. Also, damit wir ja auch lange ausharren können. Ja, irgendwo. Nächste wird ja wieder ein Felsen sein, behaupte ich. Felsenfest. Den Lama sollte ich vielleicht nicht. Alter Mann sagt, hihihi. Da seid ihr mir so weit gefolgt, was? Ja, seid, hm? Wir versuchen bloß zum Engelsturm zu gelangen, mehr nicht. Okay. Alter Mann sagt, hihihi, ich weiß. Ich bin es allen im Turm schuldig und kann es nicht einfach so ausgehen lassen. Ach, ich höre sie. Die zornigen Stimmen der Toten, die nach mir rufen. Hahaha. Ihr kriegt mich nicht, ich räche sie alle. Hihi, haha. Okay. Sieh her, Skylar, sieh her. Schreib das. Bringt die Suppe zum Kochen. Oha. Hihihihi, stirb, stirb, stirb. Das wird schwierig. Das wird jetzt äußerst schwierig. Oh, Ben muss sich auf jeden Fall umwandeln. Ne? Oh, was er will. Oh, schwierig. Erstmal Abwehr aller Ziele erhöhen. Ja, haben wir jetzt eine andere Ansicht hier? Okay, Fähigkeit. Ja, du kannst halt gar nichts machen. Keine Ahnung, wie oft. Kann ich den alten Mann direkt angreifen? Ja, könnte ich. Wahrscheinlich wäre dann gleich alles vorbei, aber. Hebt Kraft bei Abwehrminderung auf 0. Weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Gesandt verteidigt. Schild. Schon mal ganz gut. Ein Glück, ich war geil. Oh, wer ist denn Attack? Meine Attacke. Abwehr down.
Rache, geil. Okay, schon mal ein Einzelschlag. Vielleicht kann man so einschläfern. Bei Bossen glaube ich immer nicht so, ne? Doch, okay, okay. Dann lassen wir den erstmal in Ruhe. Und dann wird jetzt... Ich könnte natürlich nochmal Schutz nehmen. Ich würde jetzt hier besteigen. Und auf jeden Fall... Frost. Riesige, magische, defensive. Ich würde auf jeden Fall mal defensive nehmen. Und riesige. Okay. Und gar geht halt nicht mehr hier auf Angriff, sondern. Auf den. Ja. Pico. Soll Pico nochmal schlafen? Nee, warte mal. Pico geht auch auf ihn hier. Bitte nicht benden, bitte nicht benden. Bitte nicht benden. Okay. Sehr gut. Behemoth. Und der einzelne Name. Okay, okay, okay. Was zum Teufel? Okay. Hast du aufgemacht, okay. Was haben wir denn für Fähigkeiten? Komet-Schüttchen, okay. Angriff gegen alle halbe SP. Und von Abwehr. Gegen ein Ziel. Selbstverteidigung, wenn fahren. Okay. Ist das lustig, ey. Ich könnte euch gerne beleben. Halt ja nicht, ey. Die heilen sich ja nicht. Super. Mal sehen, wie dieser Frost jetzt reinhaut. Auf MP habe ich gar nicht mehr, was nicht gut ist. Rache. 270. Frost hoch. Oh, jetzt bin ich gespannt. So, jetzt müsste ich eigentlich. Achso, kann ich nicht nehmen oder was, ne? Mal sehen. Ich glaube nicht gut, dass meine MP so niedrig sind. Ist dann verteidigt. Schön, dass der andere gerade keinen Schaden bekommen kann. So, der rechts ist weg. Nein, noch nicht. Verwandt. Achso, ich hätte auch Feuer nehmen müssen, ne? Damit der nicht so viel Schaden abbekommt. So. Könnten jetzt einen MP-Trank schnappen, aber ich glaube, wir schaffen jetzt auch alles so. Aufwecken tue ich nicht, das tut er schon selber. Bitte nicht verwöhnen. Cool. Der muss aber bald weg sein. Hätte ich Feuer noch genommen, hätte ich, glaube ich, kaum Schaden abbekommen. Ich glaube, wir haben eher die MP den Nacken gebrochen. So, jetzt ist er wieder munter. So, Pico greift jetzt gar an. Aber den wird es irgendwann selber wieder gut gehen, ne? Ach komm, ich gehe jetzt einfach auf Angriff. Mal gucken, was passiert. Ah, jetzt heilen die sich. Ja, wer weiß, wie viel MP die haben. Um 60 geheilt, das geht aber auch noch. Feuerwand. Jetzt muss ich mal nachgucken. Feuerwand. Feuerwand. Ja. Yeah. EMP. Wollen wir das den. Oh Gott, ist das halt. Wollen wir das den. Okay, cool. Pico wird wieder gesund, sehr schön. Wer nimmt eine Feuerwand? Gar dann, oder was? Angriff?
Adern auf Zorganus nehmen. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, wie sinnvoll so ein Krieg gar. Und Berlin? Kann ich auch Berlin? Doch, sorry. Berlin dann. Nee. Leider nicht. Dann beruhige dich. So. Hat Gas gelernt, jetzt habe ich ja gar nichts mitbekommen hier. Ja. Ich glaube, es ist eh nicht. Das wäre geil, wenn ich das einfach mitnehmen könnte. So 60 Leben für ihn. Ist ja schon Bennes Gehalt. Ist das schon mal sicher? Essen kann Ben auch. Die Frage, ob ich das nochmal lernen kann. Schon ein cooles Vieh. Schade, dass sie nicht ganz im Bild sind. Schon Pickel mit seinem Selbstteilen. Das geht mir aber auch hier auf. Zack. Ach Mann, ey. Ich will keinen MP-Trank nehmen und dann wieder Drachen. Kannst jetzt gerne ganz oft beleben, aber gehst ins Minus. Zwar langsam, aber stetig. Was für Feuerwand macht. Ja, müsste aber bald weg sein. Alter, Mann. Vielleicht. Vielleicht jetzt. Sehr schön. Das war's immer noch nicht. Komm jetzt Zorn weg, Pico. Der muss ja jetzt mal weg sein. Aufpassen mit Ben. So, nämlich okay. Glück gehabt. Der Sabbat, lustig. So, Ben. Sich wieder Vitamin. Okay, gehabt. Das ist okay. So, dann können wir voll drauf. Ich glaube, mit Feuergreifern besser auch nicht an, aber sonst sollte es schon passen. So, es dürfte ja nicht gegenheilen können. Ich frage mich eh, ob er nur heilen kann. Ja, dann wird der Kampf ein bisschen länger, aber ich meine, ja, scheint so. Dann gewinnen wir auf jeden Fall. Ja, locker. Jetzt hat ihr die Frage, ob der so viel Leben hat. War lustig, ne? Mit seinen zwei Monstern da immer Beleben drauf. Wenn du nicht genügend Schaden machst, dann ist das echt hart. Ist halt von unserem Schaden pro Runde mal 60 abziehen. Aber, ne? Langsam wird's, langsam wird's. Haben. So, jetzt ist er aber weg. Na, Ben haut zum Glück immer. Na gut, 15 mehr, super. Na, aber wenn du überlegst, das, was Pek und Gar machen, ist dann immer Bonus-Schaden. Ist schon okay, es wird.
Rico schon wieder voll, ey. Gestern verteile ich, ja, das ist ja wohl sinnvoll. Sehr gut. Der hat keine MP mehr, ne? Kann das sein? Dann kann man natürlich auch gut fahren. Wenn er jetzt nichts mehr macht? Doch, hat er, okay. Wirklich noch MP. Aber vielleicht die letzte und deswegen hat er so gehandelt. Das Sabbern. Zaut noch ein paar weg. Ich hätte wahrscheinlich beim Drachen hätte ich Feuer, Frost und Groß nehmen müssen. Und durch Feuer habe ich dann Schutz, ne? Krieg bei Feuerangriffen auch nicht so viel Schaden. Das habe ich wahrscheinlich viel bekommen, weil ich nur Frost hatte und das meine Schwäche war. Und da jetzt mal weg. Ne, Jüte. Jetzt. Ich bin mal gespannt, wie viel. 500 EP nur, ey. Kann ich ja gleich gegen Felsen kämpfen. 1000 Sandy. Eieiei. Okay. Das war das jetzt, oder wie? Das wäre sonst an der Höhle gewesen? Ja, okay, passt. Die anderen kommen. Ah, ja, doch. Ich würde gerade sagen, die anderen kommen gleich mit. Ah, da ist eine Kiste. Das war aber so vorausschaubar. Nebensplitter, okay. Keine Ahnung, was das ist. Okay, gut zu wissen. Anien, okay. Würde aber nochmal. Ich gehe nochmal in den Berg. Weil ich würde nochmal einen anderen Weg gerne lang. Und ich mache jetzt gleich ein, zwei Level mit Peko. Gern noch ein Fels. Die 300 nimmt man gerne mit. Mit einer DP. Der Peko ist halt super unter Level. Wenn der auch ein bisschen lernen muss, der macht schon gut dann. In die Attacke hätte ich keine Gabel gegeben. Aha. Sehr gut. Beide jetzt One Hit. Mhm. Komm, hau drauf, Pico. So, Ben geht auf Angriff und Gar geht auf Prüfen. Pico geht auf Angriff. Also, Ben. Jetzt bin ich mal gespannt. Achso, weil er nicht angegriffen wurde, ja super. Vielleicht können wir es aber noch lernen. Guck mal, Gas bald damit ab und Pico auch. Sehr schön. Auch ein Fels. Ist er schon heilen irgendwie? Fels, Fels, Fels. Mache ich das? Das ist nicht einfach. Alle Ziele erhöhen. Ah, hat gar was gelernt, ich glaube nicht. Mhm. Jetzt weiß ich aber besser, wie es mit den Attacken funktioniert, was top ist. Also, wie man die lernt. Ja, den hätte ich gerne gelernt. Wenn der weg ist, kann ich mich erstmal heilen, bevor ich den Fels angreife. Muss natürlich weghauen. Fels verteidigt, ja. Immer noch nicht weg, ja. Geht trotzdem erstmal so drauf, auch wenn wir dann den Fels angreifen. Wichtig ist das dann jetzt erstmal, ja. Wenigstens ein A-Schlag. Ein Schlag.
Super. Ist auch so krass verteidigt. Ist halt die Frage, ob wir den irgendwann doch Schaden machen würden. So, den wegnehmen und dann kriegen wir alle erstmal einen Trank. Ja, auf Pause. Ich will aber das Brennen eher lernen. So. Okay. So, und jetzt werden sich alle erstmal heilen. Hier, Heilkraut auf Ben. Heilkraut auf Gar. Und Heilkraut auf Pico. Dann können wir nämlich schön angreifen. Kriegen wir es hin? Nach oben drücken. Also wenn ich nach oben drücke, geht da von Ben auf den Fels. Wenn ich dann links drücke, geht da auf Pico. Das ergibt halt irgendwie. Na gut, wenn du dir vorstellst, dass er gerade vor dir. Naja. Vielleicht irgendwie. Ergibt das ja. Pico braucht eigentlich gar kein Heilkraut, da müssen wir bloß ein, zwei Runden abfahren. Ja. Gut. Leider habe ich halt wirklich nur Feuerattacken, das ist so dämlich. Packen wir Lina raus dafür. Mumma hat auch was anderes, oder? Weiß nicht. Es bewegt sich. Mhm. Schön, dass wir den gelernt haben zumindest. Die ganze Zeit so im Dunkeln. Naja, ist später mal. Vor allem, wie lange die Attacke mal dauert. Komm weg. Wenn jetzt die Runde auch nicht weg ist. Das kann einfach alles so sein. Und jetzt weg. So, gar. Das sind halt 330 EP, ne? Was ist das? Ich sogar von beiden Level ab. Dann hat 60. Ja, wegen den anderen noch, ja. Gar ein Pico aufgestiegen. SP um 8. Kraft um 5, AP um 3, Aktivität um 2. SP um 5, MP um 3, Kraft um 3, Aktivität um 3. Mhm. So. Zum Glück haben wir davon so viel eingekauft. Gut, wir waren auch schon durch, ne? Aber ein, zwei Level könnten wir ja locker machen. Das wäre natürlich mit einer Frostattacke. Ich komme hier, glaube ich, gar nicht mehr hoch, ne? Ist egal, ein, zwei Felsen. Bitte nur ein Felsen. Okay. Ein Ex-Mann. Zwei Ex-Männer. Was die wohl machen zusammen? Sehr gut. Hättest du es noch einen anderen verwenden können? Los, Pico, eins Arschlag. Ja, fast. Direkt wieder 6 drauf, ist schon mit Pico schon lustig. So nämlich. Und Ben auch fast wieder auf dem nächsten Level. Schön, schön, schön. Grün hier drin. So. Das ist jetzt mein Standardprozedere. Weil, wenn jetzt wieder ein. Ich nur noch 40 Stück. So, das ist egal.
Das hat nur 10 Zellen. Ich werde auf 99 aufstocken, aber sowas von. Ich glaube, wir kommen nicht mehr hoch, weil doch da die Rutsche war. Oder nicht? Jetzt gibt's ja keine Felsen mehr oder was? Das Schild dauert auch immer so ewig. Bin wieder ganz hinten. Und klar. Das hat auch noch keiner, ne? Ich glaube, das kann man aber auch lernen. Jetzt hat die Frage, wem geben wir das, Ben? Was wir auf dem Felsen eigentlich machen. 63. Okay. Muss ich auch wieder heilen. Ja, super. Aber wie es weitergeht, erfahrt am nächsten Part. Wenn es gefallen hat, super, super. Gerne Daumen nach oben. Und in 3 Tagen geht es weiter. Ein Kommentar wäre ganz, ganz lieb. Bis dann.